Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Final Fantasy 16. Also stürzen wir uns rein. So, wir sind mittlerweile in KR Novon angekommen. Und hier soll sich der Dominus befinden, den wir schon so lange suchen. Doch, wie man ja schon bei der letzten Folge gesehen hat, Benedikta und ihre Schergen lauern hier auch. Und die wollen den Dominus wohl für sich. Für ihre eigenen Zwecke. Mal sehen, wie dieses Geplänkel ausgeht. Es ist gerade sehr, sehr dunkel hier. Ich hoffe, ihr seht was. Aber so ist das hier. Ah. Mittelalterlich im Burg, ne? Da ist schlecht mit Glühbirnen und anderen Leuchtmitteln. Dass wir unser Phönixlicht haben. Sonst wäre ich hier richtig zappeduster. Beginnen wir im Verlies. Wäre zumindest naheliegend. Klingt gut. Solange wir nicht selbst hinter Gittern landen. Ja, das wäre nicht so doof. Nicht so gut. Ha! Doof wäre das. Hier. Hier wird es bestimmt von Gegnern. Die Zellen sind leer. Reichlich wimmeln. Und? Willst du jetzt aufgeben? Ja. Ah, Ratten. I. Seht. Das Tor. Ich pack mit an. Das ist mal ein Tor. Hauruck. Ich bitte darum. Oh, nochmal. Tust du nur so, als ob du hebst? Durch, Clive. Sehr gut. Da sind wir auch schon durch. Hast du das gehört? Ja, aber da müssen wir durch. Ja, Feinde. Bisher. Ist wahrscheinlich sogar. Zurück zum Essen. Ja, gut. So. Wohin jetzt? Noch irgendwo Loot? Gibt es eine Karte? Nein, gibt es auch nicht. Den Stuhl lassen wir hier. Da. Ach, schön, dass alles immer so ein bisschen markiert ist. Sehr, sehr gut. Die Tür führt nur zu mehr Valutern. Suchen wir eine andere. Warum denn? Gib nur zwei. Lass sie uns doch töten. So, es gibt nur zwei Türen, sagt er. Also nehmen wir das Fenster. Tut's auch. Ja, genau. Hätten wir gefunden. Zumindest was von ihnen übrig ist. Wo kommen die alle her? Die warten wir schon auf uns. Boah. Oh, ausreichend. Das Hit macht auch relativ wenig, ja? Du weißt, was du tust.
Also wir sind hier echt eine Ein-Mann-Armee, oder? Eine Zwei-Mann-Ein-Hund-Armee. Nichts kann uns stoppen. Ah, okay. Schon wieder ein Kampf. Ah, lass mal aufkommen. Okay, es war jetzt nicht ganz so krass, wie ich es absichtlich hatte. Die armen Leute. Oh, eine Kiste. Stahlseide. Ach, bestimmt für Waffen später. Ah, da. Willkommen zurück, Herr Kommandant. Oh, ich bleib nicht lang. Nicht zu lang. Okay, der hat einen Namen, der ist also ein bisschen heftiger. Fass, Korga! Du weißt, was zu tun ist. Knapp vorbei. Fass, Korga! Okay. Los. Er hat auch einen Segen. Schnapp sie hier. Fass, Korga! Ja, sehr gut. Das ist ziemlich stark, oder? Komm jetzt so vor. Hoi. Was kommt der denn da noch? Da ist er weg. Komm schon. Ja, ja. Es läuft. Läuft ziemlich gut. Du hast nie halbe Sachen gemacht, oder, Benedikta? Die Festung wurde geradezu überrollt. Die muss ja echt schlecht bewacht gewesen sein. Oder ihre Schergen sind so gut, aber nicht so gut wie wir. Wir sind viel besser. Verdammt, immer dieses Gehenne. Hinterher! Ja, recht hat er. Gut geschützt. Wenn sich ein Gegner verteidigt, bringt es nicht viel, ihn von vorne anzugreifen. Kreise ihn und greife von hinten an. Bestimmte Fertigkeiten wie lodernde Klinge oder Magieladung sowie einige Esper-Fertigkeiten, beispielsweise Phönix-Lohnschwinge, können die gegnerische Verteidigung auch direkt von vorne durchbrechen. Wir haben sie! Ah, okay. Ich glaube, sie haben uns erwartet. Es wird also gleich neue Gegner eingeführt, nehme ich an. Oh, der hält ja gut was aus. Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben. Fass, Korga. Ah, schon 300. Kommst du geil von Sorge mit deiner Rolle. Mega aus. Oh. Da kommt der Rest vom Schützenfest. Die können uns nicht stoppen. Ah, oh, geil. Du weißt, was du tust. Fass, Korga. Schnapp sie dir. Stufe erhöht. 15. Ah, das läuft doch hier. So, liegt noch irgendwas? Nein. Was gibt's dann da hinten? Ah. Einer von den großen Kristallen, ne? Von den Mutterkristallen. Hübsch. Selbst bei Nacht glitzern die scheinbar.
durch die Kapelle weiter. Die große Gregor scheint Pläne für uns zu haben. Die Kapelle. Da war doch was. Da war doch was in der Kapelle. So, wir können ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen uns verbessern können. Und zwar bei den Fertigkeiten. Oh, wir haben über 1000 Punkte. Das ist doch super. 500 kostet der. Verbessert. Gibt's hier unten noch was, was wir unbedingt bräuchten? Magieladung kann auch nicht verkehrt sein. Magie-Kombo. Okay. Und da waren die Punkte wieder weg. Boah, anstrengend. Was muss gehen? Was zur Hölle ist hier passiert? Sie ist passiert. Bisschen spät für ein Gebet. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut, zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus. Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sedolphus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein, von all dem frei. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sedolphus. Bleib da, Clive. Ich warte. Thank you.
Vernichtet sie! Wenigstens sind es nicht mehr 3 gegen 1. Wer hat die denn davon? Oh, weg. Ach. Ich hab's doch vorhin erst eine platt gemacht. Oh je. Yeah. Ach, er ist Hammer. Hab schon. Schau geil, mach mit. Okay, einen haben wir fast. Ah, nicht ganz. Versuchen wir uns mal nur auf die eine zu konzentrieren. Weg. Na, ärgerlich. Ah, weg. Fuck. Jetzt krieg ich auch Backen von hier. Na, reicht's? Ja, lol. Oh. Sie will Rache, Torgal. Pass auf. Oh, voll. Knapp vorbei. Ah, fuck. Okay, die will wirklich raus. Blöd. Na, Blödsinn. Sehr gut. Dann machen wir gleich. Lass sie nicht entkommen. Los. Komm schon. Ach, da ist er weg. Sehr gut. Supana und Shirada bezwungen. Wieder mal Shirada. Gedrücktes Auge, alles zum Craften. Sid, alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Was ist mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Komm, Torgal. Also dieses Verwandeln scheint Zit ordentlich fertig zu machen, ja. Hingegen Benedikta, die ist ja schon mal gewöhnt oder keine Ahnung. Ist noch jünger und stärker. Die konnte das ja einfach so ab. Oder sie hat es sich nicht anmerken lassen. Das kann natürlich auch sein. Sie muss ja irgendwo sein. Ja, auf jeden Fall. Aber Luke muss ja auch sein. Oh, ein Heiltrank.
Oh, noch was. Hier. Blutige Haut. Feuerschwall. Oh, ein Supertrank, auch gut. Meinst du mit der Fallenergie? Oh, Torgel, Vorsicht. Stolpern wir noch über den Hundibundi. War da noch eine Tür? Nein. Wir haben Befehl zum Rückzug. Ja, wir machen das jetzt platt. Heilmagie. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündete in ihrer Nähe zu heilen. Also empfiehlt sich, die Gegner, die Heilzauber verwenden, zuerst auszuschalten. Das ist wohl wahr. Also erst einmal auf den Zauberer. Das kann man ja sowieso machen. Okay, machen wir aber gerade nicht. Das hat auch so gereicht. Es hat auch so gereicht. Was für eine Riesenfestung hier. Kommen wir da durch? Achso. Ich bin schon fast oben. Ah ja. Und wer hält die Leiter? Upsala. Vor Sonnenaufgang sollen wir weg sein. Ah ja. Aber den erlebt er nicht mehr. Nicht zu nah, Torgel. Nicht dein Tag. Du weißt, was zu tun ist. Das sieht cool aus, da der Kristall. Und wie riesig. Aber gut, wir müssen ja weiter. Keine Zeit für Sightseeing. Ah, geht's da runter? Okay. Heiltränke nehmen wir immer mit. Wieder zwei. Ich kann den Move mit dem Flammenschwert öfters machen, aber der möchte nicht so funktionieren irgendwie. Ist hier weiter? Nein. Dann durch die Tür. Ist da noch was? Hallo Jungs! Was tut der denn hier? Er ist die Zauberer. Er macht sie einfach alle platt. Ach, Feuer irgendwie ist nicht ganz so krass. Hoffentlich ist sie nicht schon weg. Da braucht man ein bisschen mehr. Oh, gibt es da noch irgendwo was? Essen, trinken? Nein. Sowas brauchen wir nicht. Oh. Der sieht ja nett aus. Der Name, ja. Hoppala. Knapp vorbei. So langsam. Komm schon. Du weißt, was du tust. Sehr gut. Das war, glaube ich, die Attacke gerade, ne? Cool Schwert. Haut doch mal jetzt ab, der Hunde. Boah. Knapp vorbei. Kann auch Feuer wirken. Hat ihm nichts gebracht. Böser Hund. Du weißt, was zu tun ist. Liegt denn da gar nichts mehr? Was ist das denn? Das ist ein Burg.
armen Leute, die hier jeden Tag hoch und runter laufen müssen. Die Beinchen ganz müde, auch noch ein Supertrank. Nehmen wir immer. Der grüne Turm. Okay, der Name ist aber sehr... Da hatte jemand Fantasie. Der wirkt ja gar nicht grün. Sehr gut. Es werden wieder weniger Wachen. Vermutlich alle schon umgebracht haben. Ist hier raus? Ja. Oh, noch höher. Endlich. Oh, das sieht nach Kampfplatz aus. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich, zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu. Du bist allein! Komm, mein Lämmchen, auf die Schlachtbank mit dir. Okay, jetzt muss ich das nicht. Jetzt muss ich das nicht. Oh! Wow! Nicht zu nahe, Torga! Na doch, 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 lass ihn mal. Ey, wir machen echt gut Schaden, ja? Ja. Oh, ist er fast tot? Komm mal. Das wird die Ende sein. Wo ist er? Ich frage nicht nochmal. Das wirst du bereuen. Die ist echt hartnäckig. Wirklich hartnäckig. Jetzt wollen wir noch ohne Thorga kämpfen. Ich hoffe, er lebt noch.
What? Ah, fuck. What? Ah. Ja, du. Das ist aber deutlich heftiger. Ja, komm wieder. Na, bitte. So langsam. Ach, du komm doch wieder runter. Sehr gut. Und jetzt die Beine. So geil. So megamäßig inszeniert. Komm schon, Clive. Da wird ihr. Ist das geil, wie die beide miteinander kämpfen. Die Octauga uns auch schon gerettet hat. Okay, weg. Boah, haben wir ja. Nein, wirst du nicht. Wir bringen dich um. Oh, okay, jetzt zeigen wir auch etwas. Böse. Jetzt wird's echt sauer. Nicht zu nah, Torga. Schnapp sie dir. Fass, Torga. Fass, Torga. So langsam. Wow. Außer. Muss doch mal reichen jetzt. Huh.
Sehr gut, jetzt haben wir es. Ja. Benedikta bezwungen. So geil, der kommt. Hammer. Dieses Tech-Team mit Torgeil. Boah. Mega, mega gut. Wie, ich kann ein Träger? Ich... Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Es reicht mir. Was? Sie ist weg. Was ist passiert? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Er setzt sein Feuer doch an.
sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kerr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sturmzeichen. Die Macht des Windes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Das Beschwören von Garudas Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrüstung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Krallentanz. Garudas Esper-Kampf Fatal Umarmung. Kann Clive kleine und leichte Gegner zu sich ziehen. Größere Gegner können umgeworfen werden, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% gefallen ist. Sie dadurch ins Schwanken geraten. Na, sehr schön. Esper-Wechsel. Drücke L2, um zwischen deinen Espern zu wechseln und auf diese Weise deine Angriffe zu variieren. Abklingzeiten für Esper-Fertigkeiten sind an der runden Leiste, um das entsprechende Symbol im Fertigkeiten-Widget zu erkennen. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich spüre sie. Sie ist in mir. Bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Das sollten wir unbedingt. Doch, das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn ich muss mich jetzt erstmal von diesen epischen Kämpfen erholen. Meine Güte, das war ja wieder richtig, richtig gut. Besonders das Tag Team mit Torgeil. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also dann, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und hier geht es demnächst weiter. Wir hören uns und sehen uns. Bis dann und macht's gut. Und bis bald. So rum war's.